Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der dritten Runde der Tipico Bundesliga. Wir treffen am Sonntag um 14.30 Uhr auswärts auf den TSV Hartberg. Darf ich mir begrüßen unseren Cheftrainer Christian Ilzer und Jon-Goran Stankovic. Darf mit unserem Coach beginnen. Chris, du hast eine lange Zeit in Hartberg verbracht, mit Hartberg in die Bundesliga aufgestiegen. Ist das Spiel immer noch was Besonderes für dich oder ist das schon zu lange her? Ja, der Verein Hartberg ist natürlich was Besonderes für mich. Der wird da immer was Besonderes bleiben, weil ich viele Jahre dort als Trainer bzw. als Co-Trainer verbracht habe. Aber ich bin schon im Jetzt und jetzt bin ich Sturm Graz Trainer und ich freue mich auf mein erstes Steirer Derby. Mein letztes war ja mit Hartberg, aber es war damals noch das kleine Steirer Derby gegen Kapfenberg. Und ja, insgesamt erwarte ich mir ein offenes Duell. Ein Spiel, was schon, glaube ich, sehr interessant sein wird, weil es viele verschiedene Facetten mitbringen wird. Ich denke, wir haben auch aus dem Rapid-Heimspiel viel Selbstvertrauen mitgenommen, war eine tolle Atmosphäre da. Das hat den Spielern gut getan, obwohl wir natürlich gern gewonnen hätten. Aber wir gehen mit viel Selbstvertrauen in das Steirer Derby und wollen jetzt auch endlich dann unseren ersten Sieg einfahren. Ja, und du bist einer von vier Neuen in der neu formierten Abwehrreihe. Wie zufrieden bist du mit den Auftritten bis jetzt? Ja, ich kann über das letzte Spiel sprechen und ich glaube, wir haben ganz gut gemacht und leider haben wir nur einen Punkt geholt und wir wollen jetzt 3 Punkte sehen und wir gehen jetzt nächstes Spiel einen Sieg zu holen und dass wir spielen ein geiles Spiel. Das hoffen wir auch. Ich bitte um eure Fragen. Christian, kannst du uns ein bisschen ein Update geben, wie es personell ausschaut? Gibt es Verletzte, Kranke, Infizierte? Keine Infizierten, das ist, glaube ich, mal das Allerwichtigste. Aber auch keine Verletzten, bis auf Vincent Rummer, sagen wir jetzt immer. Aber ja, wir können wirklich aus dem Vollen schöpfen. Beim Gregi schaut es auch ganz gut aus, hat die letzten 2 Trainings wirklich im vollen Umfang und in voller Intensität mitmachen können. Also von dem steht uns alles zur Verfügung. Dann wird es schwierig, Geierhofer oder Wüttrich neben Stankovic? Ja, Konkurrenzkampf ist immer gut. Geierhofer Niklas hat das richtig gut gemacht gegen Rapid, aber wir wissen natürlich auch, was der Gregi für Qualität hat. Von dem her lassen wir uns das noch offen bis Sonntag. Weitere Fragen? Walter, bitte. Du hast vor einer Woche bei der Pressekonferenz hast du gesagt, wie ich gesagt habe, nach der PK, es erwartet euch ein Spiel auf Augenhöhe. Da hast du gesagt, da müssen wir sehr, sehr gut sein. Es war ein Spiel, wo Sturm mindestens auf Augenhöhe war. Wie ist das jetzt in dieser Trainingswoche weitergegangen? Jetzt seid ihr ja wieder eine Stufe nach oben hin, weil das gegen Rapid war sicher die beste Saisonleistung in diesem Kalenderjahr. Wie ist es weitergegangen? Ja, die Leistung war in Ordnung. Zufrieden sein gibt es aber keins, weil wir haben das Spiel nicht gewonnen. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist am Ende ein Punkt gewesen. Von dem her haben wir in der Woche, ja, die Mannschaft hat sehr fokussiert trainiert. Merke, dass immer mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstverständnis reinkommt, dass gewisse Spieler immer näher zu ihrer Topform finden. Und das sind einmal ganz gute Vorzeichen, aber man muss jetzt jedes Spiel dann auch wieder neu einordnen, neu einreihen. Und auf uns wartet am Sonntag ein ganz schwieriges Auswärtsspiel. Und auf das haben wir uns in dieser Woche top vorbereitet. Chris, du hast schon voller Vorfreude von vielen Facetten dieses Spiels gesprochen. Erzähl einmal. Darf ich nicht alles verraten? Welche Facetten? Ja, dann hat es 3/4 der Facetten. Aber es gibt natürlich in jedem Fußballspiel viele Facetten, aber speziell auch das Hartberger Spiel hat schon einiges anzubieten, auf das wir uns natürlich versucht haben, sehr genau einzustellen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Schwerpunkt, dass wir inhaltlich auch in unserem Spiel wieder weitere Entwicklungsschritte setzen und das ist sicher der Hauptfokus. Aber man wird halt dann auch sehen, dass wie gut kann Hartberg ihre Stärken dann umsetzen gegen uns oder halt wie gut können wir dann auch
die Schwächen, die sicher auch, die wir sicher auch herausgefunden haben im Hartberger Spiel, wie gut können wir die ausnutzen. Es wird dann auch am Ende noch entscheidend sein, um dort einen erfolgreichen Nachmittag zu haben. Jon, du hast mit dem Geierhofer sehr gut zusammengespielt, das hat sehr gut harmoniert. Gibt es eine Präferenz, mit wem du gerne zusammenspielst hinten, oder ist dir das völlig egal? Zum einen, und zum zweiten, wie lange braucht man, bis man so richtig gut abgestimmt ist als Team in der Defensive? Ja, zur ersten Frage, ich kann jetzt nicht sagen, weil jeder will immer alles geben für Team, und das, ich sehe das in jedem Spieler und im Spieler, und egal mit wem spiele ich oder ob die beiden zusammenspielen, ich weiß, dass wir alle geben alles für die Mannschaft, und das ist immer Erstes. Und was war die zweite? Wie lange es dauert? Ja, wir sind jetzt, wie lange, 2 Monate zusammen. Und ich glaube, dauert noch ein bisschen, aber wir sind mehr zusammen schon jetzt als am Anfang, und ich glaube, schon jetzt ist viel besser als am Anfang, und das kommt in gewisser Zeit, und wir sind noch nicht im Top-Niveau, aber wir kommen dahin. Weil der Herr Goran Stankovic hier ist, einen kleinen Vergleich, der mir gerade eingefallen ist. Gordon Schildenfeld, kennst du sicher, Christian, hat eine große Serie bei Sturm eingeläutet, ist 2009 gekommen, Cupsieger und Meistertitel. Er war 24,5 Jahre damals. Ich glaube, das ist das gleiche Alter wie bei Jon. Er ist Innenverteidiger, er ist kopfballstark, torgefährlich. Eigentlich, das sind große Fußstapfen, aber seitdem er zu Frankfurt gegangen ist, glaube ich, der Erste, der da hineinwachsen könnte. Kennst du Gordon Schildenfeld, Jon und Christian, hast du ihn damals erlebt? Könnte er hineinwachsen? Der war damals ganz, ganz wesentlich für Sturm. Könnte er da hineinwachsen? Ist immer schwer, so Vergleiche zu ziehen mit Spielern. Das ist jetzt doch einige Zeit schon her. Aber wie gesagt, damals, er war ein richtig wertvoller Spieler für die Sturmmannschaft. Und ja, und Andi Schicker, damals hat sicher den Jon mit dem Hintergedanken dann auch verpflichtet, dass er einen sehr stabilen Charakter haben möchte in der Innenverteidigung, der viele Facetten des modernen Abwehrspiels mitbringt, der bei Standards in der Defensive, in der Offensive ein enormes Gefahrenmoment hat und im Spielaufbau seine Qualitäten hat, und das alles bringt der Jon mit. Von dem her kann ich nur vom Jetzt drehen, und da bin ich einfach sehr, sehr zufrieden, so eine Innenverteidigung mit diesen Qualitäten in unserer Mannschaft zu haben. Kennt ihr Jon? Ja, natürlich kenne ich, aber jetzt kann ich nicht mich mit ihm vergleichen, und ich will Jon sein und er ist Gordon, und jetzt ist das schwer zu sagen, aber so als Trainer gesagt habe, ich versuche immer alles zu geben, und ich will immer alles geben, und Team als Erstes. An der Frisur arbeitet er, da ist er am richtigen Weg. Chris, noch einmal Hashtag Augenhöhe, werden wir wahrscheinlich oft noch hören in der Saison. Wie sehr siehst du Hartberg generell auf Augenhöhe, vielleicht als Konkurrent auch bis Saisonende, vielleicht eben auch um die Top 6? Ja, definitiv schätze ich das so ein. Sind ja auch jetzt, wenn man auf dem schönen Satz bleibt, dass sie Hartberg im Vorjahr verdient die steirische Nummer 1 geholt hat, und wer es jetzt in diesen ersten Spielen inklusive Europacup gesehen hat, hat bemerkt, dass jetzt, auch wenn die Ergebnisse jetzt nicht so waren, wie sie es vielleicht gewünscht hätten, aber man sieht, dass auf keinen Fall schlechter waren sind, dass sie auch wieder sehr gezielt verstärkt haben, und von dem bin ich absolut sicher, dass Hartberg auch wieder heuer eine ähnliche Rolle wie im Vorjahr spielen wird und ja, es an uns liegen wird, wenn wir uns auch die steirischen Nummer 1 wieder zurückholen wollen. Christian, ja, beim letzten Spiel gegen Rapid hat man schon gesehen, da sind einige Spieler ja quasi an anderen Positionen
zum Einsatz gekommen. Jakob Janczar zum Beispiel, er hat gesagt, er hat noch nie in seinem Leben vorne als Stürmer gespielt. Wo siehst du Jakob Janczar gegen Hartberg? Welche Rolle könnte er da spielen? Er hat ja momentan in den letzten Partien überhaupt sehr viele Assists geleistet und erlebt er vielleicht seinen zweiten Frühling in dieser Saison. Ja, das ist schon richtig gut gemacht gegen Rapid. An vorderster Position, aber da, wenn man das Cup-Spiel anschaut, dort auf der 8, wie gesagt, mit vielen Assists geglänzt. Ich sehe ihn einfach als sehr, sehr guten Fußballer, der einen wirklich guten Torabschluss hat, der über eine gewisse Geschwindigkeit verfügt. Von dem her hat er mir an vorderster Position gut gefallen, aber er ist sehr, sehr flexibel einsetzbar. Also ich kann mir das als diese hängende Spitze vorstellen, als Zehner, als Achter, also als Spieler, der wirklich sehr variabel ist und so ein Spieler ist dann auch immer sehr wertvoll für eine Mannschaft. Wenn wir schon über die Mannschaft sprechen und die Aufstellung womöglicherweise, wirst du wieder überraschen in Hartberg mit einer Variante à la Janča oder einem anderen? Naja, wenn man das Spiel jetzt am Samstag gesehen hat, dann wird es keine großen Überraschungen geben. Vielleicht ist das die Überraschung jetzt. Wie aufwendig und kräftezehrend ist dieser Fußball, den ihr zum Beispiel gegen Rapid fast über 90 Minuten gezeigt habt, mit den vielen Positionswechseln, mit den vielen Offensiveinsätzen auch aller Spieler, auch von den Verteidigern? Ist natürlich ein intensiver Spielstil und da macht man dann in der Einschätzung auch oft einen Fehler, wenn man Mannschaften sieht, die sehr passiv, sehr abwartend spielen und dann in der letzten Viertelstunde nochmal dann richtig aktiv werden und man sagt, boah, die haben jetzt einen unglaublich guten Fitnesszustand. Das kann man nicht so vergleichen, dann glaube ich, wir investieren viel in das Spiel. Es muss natürlich schon ein intelligentes Investieren auch sein. Wir müssen einfach auch versuchen, alles, was wir machen, dann immer gemeinsam zu machen, damit es dann auch richtig greift und dass wir dann davon auch profitieren können. Aber wir brauchen natürlich auch dann, ja, wenn es nötig ist, dann auch im richtigen Moment frische Spieler von der Bank, die dann das vielleicht auch das auffangen können, wenn wir dann zum Schluss ein bisschen absacken. Nach dem Spiel hast du einen Satz geprägt, Christian. Das Spiel hat Spaß gemacht. Und wie ich dann rausgegangen bin und ein paar Fans noch getroffen haben, die waren noch im Umfeld des Stadions, die haben gesagt, das war halt von der ersten bis zur letzten Sekunde nie langweilig. Haben die das richtig gesehen? Wenn ich nach dem Spiel gesagt habe, dass Spaß gemacht hat, war es wahrscheinlich eine Mischung draus. Auf der einen Seite, dass ich meine Mannschaft erlebt habe, die mit einer super Energie, einer tollen Körpersprache auftreten ist, die viel umgesetzt davon hat, was wir uns vorgenommen haben. Und auf der anderen Seite ist uns gelungen, auch das Publikum mitzunehmen. Und das ist auch eine richtig tolle Stimmung da entstanden. Und das haben wir ja auch bedingt durch diese Geisterspiele schon längere Zeit nicht mehr so erlebt. Und das hat mir einfach Spaß gemacht und ich glaube, den Spielern hat das auch viel Motivation mitgegeben und da in dem Spiel schon geholfen und dann auch anständig nach vorne gepusht. Auch noch eine Frage an den Jon. Wie sehr lebst du deine Rolle als Führungsspieler hier? Du bist neu, bist schon Ersatzkapitän? Ja, ist natürlich sehr, sehr, wie kann ich sagen, schön, aber muss man viel investieren. Ich wollte schon beim mein letzter Verein so sein, aber ich war mehr im Hintergrund und jetzt will ich zeigen, was ich kann. Jetzt will ich meine Mannschaft helfen und wenn ich das mit Reden, mit Tore, mit Verteidigen, ich will alles machen und ich glaube, das ist mein Ziel, was ich machen will und ja. Auch nochmal eine Frage an den Jon. Wie sehr schätzt du auch die Nähe zu deiner slowenischen Heimat hier in Graz? War das auch ein Grund, um hier zu unterschreiben? Ist ja auch ein kleiner Vorteil. Du warst jetzt lange Zeit in England, vorher in Deutschland, weiter weg. Jetzt eben die slowenische Heimat und auch vielleicht das Nationalteam dort auch wieder im Fokus zu sein? Ja, ich habe schon am Anfang gesagt, dass wir, wenn wir näher in Slowenien sind, das ist nicht Grund, dass ich hier gekommen bin. Und ich habe hier gekommen, weil Sturm mich wollte und
ich war überzeugt und ich hatte ein gutes Gefühl bekommen. Und dass Slowenien in der Nähe ist, ist nur Plus für mich und war nicht der Grund, dass ich hier komme. Das Nationalteam ist das? Ja, natürlich. Natürlich will ich für ein Nationalteam spielen und dabei sein. Und wenn ich gut spiele und wenn wir Spiele gewinnen, dann kommt alles von alleine. Gibt es noch eine Abschlussfrage? Wenn nicht, dann Dankeschön und alles Gute für Sonntag.